der Langstreckenklassiker in der Eifel, das 24-Stunden-Rennen. Auto, Motor und Sport und Sportauto sind in diesem Jahr auf einem BMW mit der Startnummer 235 unterwegs. Und das mit einer prominenten Fahrerpaarung. Neben Rennroutinier Harald Groß und BMW-Junior Victor Bouveng startet Sportautoredakteur Christian Gebhardt auf dem BMW. Nervosität ist immer da. Also es ist mein 9. 24-Stunden-Rennen jetzt. Und wenn man nicht nervös ist, dann lässt einen das irgendwie kalt. Also das Rennen hier lässt einen auf gar keinen Fall kalt. Und man freut sich immer, wenn man hier ist und die ganzen Zuschauer sieht und dass man auch als Redakteur dabei sein darf. Man lebt hier quasi seinen Traum und es ist immer wieder was Großes und der Herzschlag steigt natürlich an, als wenn man ganz normal im Büro sitzen würde. Vierter Pilot ist der ehemalige Chefredakteur und jetzige Markenbotschafter von Automotor und Sport, Bernd Ostmann. Ich meine, das ist immer eine Herausforderung, 24-Stunden-Rennen hier zu fahren. Die Wetterbedingungen sind ja so, dass es wahrscheinlich zum Start ein bisschen regnet. Und dann ist es immer prickelt. Ne? Und vor allem, wenn man dann ein neues Auto hat. Und wir sind im Prinzip im Training 4 Runden gefahren. Da muss man sich jetzt ein bisschen einschätzen. Und das ist der Wagen, auf dem die vier starten. Ein BMW M235i Cup. Punkt 16 Uhr geht's los. Victor fährt den ersten Stint. Doch Christian muss sich schnell für seinen ersten Einsatz bereit machen. Die Startphase des Rennens birgt jede Menge Gefahren. Doch Victor hält sich aus allem raus. Nur das wechselhafte Wetter macht dem Team Sorgen. Teilweise ist die Strecke nass. Sicher losfahren auf jeden Fall. Ich bin motiviert. Immer aufpassen und nicht zu viel riskieren und einfach genießen. Noch sind viele Autos im Rennen. Die Boxengasse in den ersten Stunden entsprechend voll. Jetzt muss alles passen, sodass die Startnummer 235 weiterfahren kann. Victor hat seinen Job gut gemacht. Die GT3 ist vorbeigelassen und trotzdem seinen Speed gefunden. 2 Minuten vor dem Wechsel geht Christian schon mal auf Position. Letzte Informationen von Renningenieur Enrico. Einmal kleiner Service bitte. Waschen, tanken, Fahrerwechsel. Victors erster Teil ist erledigt. Victor kann sich entspannen. Für Christian geht's jetzt erst los. Und beinahe wäre es auch schon sofort vorbei gewesen. Denn beim Losfahren schießt ein Z4 am kleinen BMW vorbei. Christian reagiert aber schnell und kann noch ausweichen. Schrecksekunde für das ganze Team. Nach seinem Stint ist Christian erleichtert. War super, hat eigentlich echt Spaß gemacht. War klassisches Nordschleifenwetter, bei Trockenheit rausgefahren und plötzlich Sprühregen an unterschiedlichen Streckenabschnitten und der Regen wurde dann immer mehr und dann muss man halt sehr langsam machen, aber ist alles gut gegangen. Zum Glück. Und dann hat es wieder abgetrocknet, also klassisches Eifelwetter und hat trotzdem wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ein Rennen zweimal rund um die Uhr. Das heißt, jeder Fahrer ist mehrmals im Cockpit. Für Bernd Ostmann geht's gleich ins Auto. Nee, nur das Wetter tut ein bisschen Kapriolen schlagen. Jetzt schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Jetzt hier bei Start und Ziel fängt es an zu nieseln. Und jetzt müssen wir warten, was er von der Strecke berichtet. Startnummer 235 findet sein Tempo und kann auch mit stärkeren Autos mithalten. Rund 70 bis 80 Minuten ist jeder Fahrer im Cockpit. Jetzt wird es dunkel und die Strecke ist immer noch teilweise nass. Dazu kommt, dass neuer Asphalt auf der Nordschleife dunkel ist und so die nassen Stellen schwer auszumachen sind. Aus der Onboard wird das Chaos auf der Strecke deutlich. Keine leichte Aufgabe. Immer wieder nass und Gelblichtphasen und dann kommt
ohne Gelb zuerst kommt, dann plötzlich Doppelgelb und 60 und es ist also, ja, Krieg. Was ist jetzt der Plan für die Nacht? Ja, du musst gleich nochmal aufs Auto? Ja, aber wir fahren jetzt das Auto heil ins Ziel bringen, das ist das Wichtigste, ja, weil da draußen liegen Schrotthäufen rum, ja, jetzt pushen macht überhaupt keinen Sinn. Nach 24 Stunden haben es die vier geschafft. Harald Groß fährt über die Ziellinie. Das Auto hat gehalten und Wagen Nummer 235 landet in den Top 50. Ziel war P50 und Klassensieg. 45 ist damit eigentlich einem total unterlegenen Auto, ist natürlich ein sensationelles Ergebnis. Kein Kratzer am Auto, alles gut, keinen berührt und ja, besser geht's gar nicht. Wir sind alle total happy. Ein erfolgreicher Abschluss des Rennens. Die perfekte Mischung aus Jugend und Erfahrung macht das gute Endergebnis möglich.